Und damit ein herzliches Willkommen zur 90. Folge von Let's Play Clash of Clans. Wie ihr sehen könnt, hat sich quasi nichts getan, außer dass mein dunkles Elixier geklaut wurde. Das hattet ihr dann in einer Folge mitbekommen. Beziehungsweise das war im Schweinereiterkampf, hatte ich das dann, glaube ich, selber festgestellt. Außerdem habe ich gestern Abend meinen Minenwerfer auf Stufe 7 gestartet. Das heißt, der ist dann in 6-7 Tagen auch fertig und habe auch so ein bisschen umgestellt. Oh, eine Juwelenkiste. Dann bauen wir die auch direkt mal ab. Screenshot und zack. So, wie ihr seht, bin ich diese Saison ziemlich inaktiv. Ich habe 21 Deaths gewonnen und gerade mal sieben Angriffe gemacht. Und ja, wie gesagt, bin momentan ein bisschen inaktiv. Und ich würde sagen, ich werde jetzt hier einfach so ein bisschen batschen und so ein bisschen über das Thema reden, was Leute, die auf Twitter, vor allem Leute, die mir auf Twitter folgen, sonst hat das wahrscheinlich fast niemand mitbekommen, eventuell schon mitbekommen, dass ich momentan so eine Phase habe, wo mir Clash of Clans einfach, ja, ich bin ganz ehrlich, keinen Spaß macht. Und ich es auch deswegen nicht mehr so häufig spiele. Es ist bei mir halt immer mal so eine Phase. Die Leute, die schon länger meinem Kanal folgen, ich habe immer mal so Phasen, wo es mir halt so ging. Und man kann irgendwie das Spiel nicht dauerhaft suchten. Irgendwann wird es halt tatsächlich langweilig. Ich könnte jetzt hier jetzt eine Elixierlager, mit dem Magier und dem Flächenschaden da hinten, dann nehme ich lieber die 2-3 Pokale mit, dann reicht das eigentlich auch. Und ich würde halt ganz gerne einfach mal so ein bisschen mit euch darüber sprechen, wie das momentan so bei mir ist. Ich habe so das bisschen das Gefühl, dass dadurch, also es geht jetzt nicht nur um ein bisschen emotionales Let's Play, also falls euch das nicht juckt, dann könnt ihr jetzt auch wieder gehen und dann bei der 91. Folge wieder reinschauen. Momentan ist es halt irgendwie so, dass ich auf meinem Kanal ständig Videos hochlade und irgendwie das Gefühl habe, dass das viel zu viele Videos sind, die da ständig hochkommen und deswegen die Qualität der Videos irgendwie nicht mehr so gut ist. Und ich habe das früher immer gesagt und würde das ganz gerne wieder einführen. Ich mache Videos dann, wenn ich Bock drauf habe. Und das war so in der letzten Zeit einfach nicht mehr so. Wenn ich jetzt mal so in den letzten Monat, anderthalb Monaten, zwei Monaten war es irgendwie so, dass ich mich irgendwie so dazu gezwungen habe, immer um 13 Uhr eine Clash of Clans Folge zu machen. Und das ist irgendwie eigentlich überhaupt, da bin ich einfach nicht so der Typ für. Ich bin eher so der Typ für, der lädt halt hoch, wenn es ready ist. Ich werde natürlich weiterhin probieren, dass es irgendwie eine Regelmäßigkeit kriegt. Und was für eine Regelmäßigkeit, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich wirklich bei 1 Uhr und ich weiß auch nicht, bei einem Clash of Clans Video am Tag bleiben kann, weil ehrlich gesagt ist es momentan erstens das Ding, dass ich meine 10er-Mauern, glaube ich, ganz gerne fertig machen möchte und deswegen gibt es einfach nicht viel zu erzählen in meinem Dorf. Das ist einfach so. Und deswegen mag dem einen oder anderen das einfach auch langweilig vorkommen, was ich auch gut nachvollziehen kann. Und ja, deswegen habe ich halt diese Serie wie mit dem Podclash ins Leben gerufen, die irgendwie, ich weiß nicht warum, aber sich keiner anschaut. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ihr müsst euch mal die Kommentare, also wenn ihr Lust und Zeit habt, ihr müsst euch so eine Folge auch nicht ganz anschauen. Tatsächlich ist das bei YouTube auch so, wenn ihr was anfangt zu schauen und dann aufhört, dann könnt ihr es an derselben Stelle weitergucken. Ist auch völlig egal. Ich will jetzt gar keine Werbung für meine eigenen Videos machen. Aber ihr müsst euch einfach mal die Kommentare darunter durchlesen. Und das hat mich so gefreut, dass da sind endlich mal Kommentare, die so richtig, ja, richtig konstruktiv sind und nicht nur einfach so, bewerte mal mein Dorf oder mach mal den und den Angriff, sondern halt irgendwie mal so ein bisschen mehr Community. Und momentan habe ich halt irgendwie das Gefühl, was auch sehr verständlich ist, dass viele Leute das sich meinen Kanal reinziehen, weil es halt einfach Clash of Clans gibt und aus keinem anderen Grund. Und was ja schön und gut ist, aber das irgendwie momentan einfach nicht so mehr, also es reicht mir irgendwie nicht. Das reicht uns nicht! Also das ist irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich kann es nicht erklären. Wie gesagt, ich habe halt irgendwie immer noch Spaß am Videos machen, aber ja, für mich ist irgendwie so der Punkt angelangt, wo ich ganz gerne wieder zu dem Alten zurück wollte, wo ich einfach dann ein Video mache, wenn ich, wenn ich tatsächlich Bock drauf habe. Und ich weiß, dass ihr alle Clash of Clans sehen wollt, aber ihr wisst, dass mein Kanal einfach kein reiner Clash of Clans Kanal ist und auch niemals wieder sein wird, weil ich, ehrlich gesagt, finde ich, das Spiel gibt irgendwann nicht mehr so viel her. Ich spiele es jetzt schon so lange und deswegen werde ich es auch nochmal von vorne anfangen, höchstwahrscheinlich. Das ist jetzt ein Versprechen. Ich hoffe, ich werde es durchbringen können. Hab das jetzt auch schon probiert und weil ich ganz gerne nochmal von vorne anfangen würde, weil so viele neue Leute dazugekommen sind, seitdem wir mit dem Account hier angefangen haben. Und gerade, weil es bei dem hier ein bisschen langweiliger wird. Und ich würde ganz gerne mal von vorne anfangen, um zu sehen, wie das momentan ist, wenn man jetzt mit Clash anfängt, also ob sich das überhaupt lohnt quasi und wie der Loot mit Rathaus 1, 2, 3, 4, 5 ist und so Geschichten. Das kriegt man halt alles, kann man erzählt bekommen, aber so selber sehen ist gar nicht so. Und ich weiß nicht, ob ich tatsächlich das einzige Problem wird wahrscheinlich sein, weil am Anfang muss man echt viel Zeit investieren, also viel mehr Zeit investieren. Und aber dann könnt ihr mir dazu ja einfach auch mal, ne, ich muss mal ganz kurz hier meinen Sleep-Modus reinmachen. Sorry.
dafür. Das könnt ihr mir einfach mal in die Kommentare schreiben. Das wird eine wirklich ziemlich kurze Folge. Ich habe das jetzt auch immer wieder gelesen. Ja, ich gucke mir Podclash nicht an, weil das 30 Minuten sind. Und deswegen machen wir jetzt einfach mal eine 7-Minuten-Folge, sage ich jetzt einfach mal. Und erstens gibt es nicht so viel drüber zu reden über das Thema. Und ich möchte das einfach auch kurz halten, damit ihr sich viele Leute das Video auch einfach anschauen und bis zum Ende angucken. Und deswegen würde ich sagen, schreibt mir einfach mal eure Meinung zu diesem ganzen Thema. Alter! In die Kommentare, was ihr dazu denkt. Und ja, wenn ich tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, wenn ihr nicht nur wegen Clash of Clans zuschaut, dann kann ich euch wirklich nur raten, und wenn ihr Bock drauf habt, euch einen Twitter-Account anzulegen, wenn ihr noch keinen habt, und bei Twitter zu folgen. Weil auf Twitter bin ich tatsächlich wirklich richtig aktiv und mache auch ganz oft solche Sachen wie Ask John, dann eine Stunde lang Fragen beantwortet und über alles Mögliche geredet. Und ja, wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr das auch machen. Ich mache ganz gerne Werbung für Twitter, weil ich Twitter extrem gerne mag. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Wie gesagt, mein Minenwerfer ist gestartet und ich habe meinen Ratus wieder rausgestellt. Und sobald der vierte Minenwerfer dann fertig ist, dann werde ich euch nochmal auch nochmal die Base genauer ein bisschen reviewen, warum die so steht und wie sie so steht. Pi, pa, po. Ja, ansonsten schreibt mir einfach eure Meinung in die Kommentare, was ihr davon haltet und einfach von diesem Ganzen. Gerne auch konstruktive Kritik. Ganz normalen Hate wird es natürlich auch wie immer geben, aber da habe ich kein Problem mit. Da komme ich mit klar. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und ganz besonders heute würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.